Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Video aus dem Bereich der Analysis. Das erkennt man daran, dass hier ein Integralzeichen ist und hier ein dx. Und hier steht ein Bruch. Wir sollen also das unbestimmte Integral, denn an diesen Integralzeichen sind ja keine Grenzen dran, berechnen. Und dieser Term hier, den sollte man nicht so ohne weiteres und umformen integrieren, sondern man sollte hier ein bisschen gucken, was man daraus machen kann. Zum Beispiel sieht man ja, dass hier oben eine Summe steht aus 7x hoch 3 und der 3, beziehungsweise eine Differenz, also eine Strichrechnung. Und unten steht ein Term, der ein Produkt ist, ein Faktor und eine Wurzel. Jetzt können wir Bruchrechenregeln das Ganze so aufschreiben. Durch 2 mal Wurzel x minus 3 durch 2 mal Wurzel x. Und das ist so wie 1 halb minus 3 halbe ist 1 minus 3 halbe, was dann da oben steht. Auch da Integralzeichen, jetzt brauchen wir hier in dem Fall Klammern. Das ist dasselbe. Können wir also auch ein Gleichheitszeichen dazu machen. Jetzt gibt es noch etwas anderes, und zwar sind das hier Brüche. Und in den Brüchen sind auch noch Wurzeln. Eine Wurzel, das ist eine Definition, beziehungsweise ergibt sich das aus den Potenzgesetzen, kann man umschreiben als Potenz. Ne, Wurzel x ist immer die Quadratwurzel aus x hoch 1 und das kann man umschreiben als x hoch 1 halb. Das heißt, wir können hier draus auch x hoch 1 halb machen. Und jetzt kann man hier drauf Potenzgesetze anwenden, denn x hoch 3 geteilt durch x hoch 1 halb ist gleich x hoch 3 minus 1 halb, also x hoch 2,5. Das heißt, hier bleibt dann stehen, ich schreibe das mal lang auf, 7 halbe mal x hoch 2,5. Und auch hier kann man sowas machen, denn 3 ist auch immer 3x hoch 0. Wir können das uns auch anders merken, ich schreibe das mal direkt auf, x hoch minus 1 halb. Eine Potenz, die unter dem Bruchstrich steht, kann man auch immer auf den Bruchstrich schreiben. Hier steht er geteilt durch, hier steht mal. Also mit einem Mal auf den Bruchstrich schreiben und den Exponenten im Vorzeichen verändern. Dazu ansonsten sich nochmal unbedingt die Potenzgesetze anschauen. Dieser Term hier. Das sieht jetzt fast aus wie eine ganz rationale Funktion. Nicht ganz, ganz rational, weil das hier keine natürlichen Zahlen sind. Aber wir können trotzdem mit der Faktorregel, der Summenregel und der Potenzregel dieses Integral jetzt bestimmen. Dazu brauchen wir dann das Integralzeichen und das dx nicht mehr. Wir erhöhen den Exponenten immer erst um 1. Also 2,5 plus 1 ist 3,5 und teilen dann den Faktor. 7 halbe ist in diesem Fall dasselbe wie 3,5. Nicht nur in diesem Fall, sondern aber ne, ausgerechnet als Kommazahl. Wenn wir hier mit Kommazahlen arbeiten, können wir auch da mit Kommazahlen arbeiten. Kann man natürlich auch im Taschenrechner tippen. Diesen Vorfaktor, den teilen wir jetzt durch den neu entstandenen Exponenten. Das heißt, hier steht 3,5 durch 3,5. Und das ist 1. Wenn ich 3,5 Torten habe und 3,5 Leute kommen zum Geburtstag, kleiner Spaß am Rande. Auch hier lässt sich das Ganze anwenden. Minus 1 halb plus 1 ist 1 halb. Und 3 halbe durch 1 halb können wir jetzt auch einmal mit Bruchgesetzen das Ganze machen. Geteilt durch 1 halb ist dasselbe wie 3 halbe mal 2 Eintel. Kehrwert berechnen, kürzt sich die 2 weg, bleibt übrig 3 mal x hoch 1 halb. Da wir ein unbestimmtes Integral berechnen, brauchen wir hier immer noch eine Integrationskonstante, denn es gilt ja, dass die Ableitung der Stammfunktion wieder die Randfunktion ergeben soll. Dieses hier ist die Randfunktion, dieses hier ist die Stammfunktion und wenn ich dieses hier ableite, dann fällt ja die Konstante c weg und deswegen brauchen wir in einem unbestimmten Integral immer das plus c. Jetzt können wir das Ganze hier noch ein bisschen umwandeln, wenn wir lustig sind, denn wir haben ja hier auch, wissen ja, dass das hier 7 halbe ist und dieses hier ist 1 halb. Wir wissen, dass x hoch 1 halb die Wurzel aus x ist.
und zwar die Wurzel aus x hoch 1. Das heißt, wir wissen auch hier, dass das die Quadratwurzel ist aus x hoch 7. Ja? Gerade eben stand hier die 7 im Zähler und dieser Zähler ist ja dann hinterher der Exponent des Terms unter der Wurzel, beziehungsweise der Variable unter der Wurzel in diesem Fall. Und auch so können wir das hinschreiben. Zweite Wurzel muss man nicht unbedingt nehmen, denn eine Wurzel ist immer, wenn sie nicht näher bestimmt ist, die Quadratwurzel. Und damit haben wir hier dieses unbestimmte Integral berechnet. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis gleich. Tschüss und auf Wiedersehen.